mal zarthaft klopfen. Ja? Ihr könnt auch klingeln, glaube ich. Hallo, ja, Wimmeln geht auch. Hallo. Genau. Einen schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, nur, ja. Was heißt dürfen, aber ja. Wollen oder können? Einmal wieder ins Chaos. Ja, oh. Ja. Ein gepflegter Garten mit einem Loch im Hintergrund. Genau. Richtig. Das war mal ein Kräuterich. Das war mal ein Kräuterich. Das war mal einer, ja. Der ist ja sehr präsent im Moment. Ja. Ich sehe gerade schon eine Rankee-Leuchte. Ja, genau. Genau. Ja. Hat da auch noch gestanden. Mein Gott. Im Moment ist also Baustelle. Wir haben das Hobby Koi aufgegeben. Ja. Wir sind jetzt beide Rentner und wollen es gemütlicher angehen. Ohne Kois. Ohne Kois, genau. Ja. Ja. Es ist ja Arbeit, ne? Ja. Ja, ganz genau. Deswegen, man wird älter. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Also die Leute, die sagen immer, ja, der Garten macht immer viel Arbeit, aber wenn man solche Sachen sieht, die machen genauso viel Arbeit. Ja, vor allen Dingen wegen der Tiefe dann auch. Ganz genau. Man kriecht dann doch schon ziemlich da unten rum, mit Tauchgang verbunden. Ne? Ja. Ja. Ja, auch die Filteranlage, ne? War ein Schwerkraftfilter drin. Ne? Und dann bist du da unten schon mal. Ja, ja, klar. Ja, aber Rücken, nicht nur rein, auch alles sauber machen, regelmäßig danach gucken und dann auch nervös werden, wenn nicht alles stimmt. Die Wasserwerte müssen alle stimmen, ne? Ja, ganz die genau. Sind schon für sich, die Knaben da unten. Ja. Ich mag sie ab und zu mal zum Anschauen, aber ich muss sie nicht haben. Genau. Ja. Den hatte ich 2000 angelegt in Teich. 21 Jahre. Ja, jetzt war dies alles noch mit Bunky rein, ne? Ja. Die Filteranlage da war. Darüber war alles mit Holz und dann ist auch in die Jahre jetzt gekommen. Ne? Gleichzeitig weg quasi. Ja, genau, das soll ausgebaggert werden. Ja. Und wenn einmal der Bagger hier ist, dann sollen auch die Bäume noch alle weg. Oha, ne? Ja. Ach, das sind auch noch ihre. Das sind auch noch unsere. So, ne? Ja. Ich hatte die als Sichtschutz noch stehen lassen und unten alles weggenommen und dann den Zaun davor. Ja, ja. Ne? Und jetzt wollen wir das alles in einmal wegmachen, dann hat man Ruhe. Ne? Und dann also eventuell so Spalierbäume. Ja, genau. Machen, ja. Es kommt ja auch immer drauf an. Die Leute sagen ja immer so schnell, ja, Sichtschutz auch oben und sowas. Ja, zum Teil ja, aber wenn da keine Fenster sind, brauche ich keinen Sichtschutz. Genau. Ja, aber das ist ja nun mal erste Etage auch. Ne? Und man möchte ja doch einen schönen Anblick haben. Also uns schwebt jetzt zum Beispiel Glanzmispel vor. Ja, das geht auch gut. Ist immer grün halt. Ne? Ja, genau. Ja. Ich bin da, ich stelle mir immer die Frage, ich meine, in die Richtung vom Wintergarten, in die Richtung brauchen Sie ja eigentlich keinen Sichtschutz. Es müsste noch nicht mal immer grün sein. Aber eine Glanzmispe hat natürlich auch das ganze Jahr über, sieht die ganz nett aus. Die wird so schön rot. Und Genau, richtig. Genau. Ja, mit dem Austrieb. Ja. Da hatten wir gedacht, dann so ein WPC-Zaun oder ob wir mit dem Zaun weitermachen, wissen wir noch nicht. Ja. Dass man den vielleicht und dann links und rechts ein bisschen höher und in der Mitte wieder runter, damit man die Sicht nicht verbaut. Also, ganz ernsthaft, sich eine solche Sicht zu verbauen, ist echt schade. Muss man echt das sagen. Wollen wir nicht. Ja. Da, ich meine, dass man so auf Halbhöhe, dass dieser Weidenzaun so ein bisschen verschwindet, ne? Und dass man letztendlich dann da drüber herguckt. Ja, ja. Ich habe auch schon mal den Vorschlag gemacht, wenn sie etwas höhere Elemente links und rechts haben, wo es nicht ganz so schön ist, und dann einfach so trichterförmig runtergehen ganz und damit so, wie so ein Fenster nach ganz oben. Ja, so haben wir es auch gedacht. Das ist eine Pferdewiese, da wäre eine Schande, sich völlig zu verbauen. Völlig, Wir weitersehen können. Bei Ihnen ist dann ganz, ganz klar, muss man ganz ehrlich sagen, hier ist der Garten zu Ende und das ist eigentlich das Verrückteste, was man machen kann. Ja, genau. Also da soll wieder unser Strandkorb hin, den haben wir jetzt zurzeit eingemottet. Ja, ja. Und der steht da jetzt in der Ecke. Ja. Da ist die ganze, das ist unsere Rummelecke. Die Rummelecke, genau. Und was soll hier entstehen? Ich hatte gedacht, so plattieren oder so oder im Rasen weiter. Eventuell dieses Beet hatte ich schon geplant, weiter zu machen hier. Und dann da hinten das Beet weiter nach dahin. Ja. Und dann der Strandkorb dahin und dann plattieren. Und da, wo die Filteranlage gesessen hat, wollen wir eventuell einen Whirlpool hinsetzen? Ah, ne? Alles klar. Ja. So in der Richtung. Ja. Ein bisschen pflegeleicht, aber auf Pflanzen wollen wir auch nicht ganz verzichten. Nee. Also Beete sollen schon noch weiterkommen. Genau. Das da soll weiter durchgehen, was wir da
so was halb da jetzt im Prinzip angefangen ist. Ja, ja, aber genau. Man könnte ja auch den Rasen ruhig so in der Lücke dann nochmal so reinziehen und das Beet lassen, dann verwinkelt sich das alles nochmal so ein bisschen. Ja, ne? Ja. Das könnte ich mir auch ganz schön vorstellen. Ja, ja. Ja. Hier, mir ging direkt schon durch den Kopf hier eventuell so ein Senkgarten, irgendwas, was runtergeht. Das könnte man auch mal drüber nachdenken. Ah, ja. Das sind so Senkgärten, wo man so 2-3 Stufen runtergeht und dann auf den Rändern einfach mal sitzen kann. Das so für ist auch sich. Eine gute Idee. Und das könnte man in dem Rahmen natürlich auch irgendwo machen, aber wenn da der Whirlpool hinkommt, dann vielleicht kurz vor dem Whirlpool, dass man da nochmal so eine Abgrenzung, muss ja nur was ganz Kleines sein. Ja, ja, genau. Aber das wäre eine gute Idee. Man, ja. man hält vom Haus aus den Blick raus genau. Ich hab, und da sitzt man tiefer geschützt. Genau, richtig. Und letztendlich ist es nur ein kleiner zusätzlicher Gartenteil, der Rasen könnte bis da dran gehen, dann geht man vom Rasen diese 2-3 Stufen runter und hat unten im Prinzip über Eck nur so eine Sitzbank, wo man sitzen könnte. Ja. Ja. Ja, guck, dafür fragt man Leute. Ja, die alle sehen, das sind einfach, immer wenn ich Löcher sehe, dann denke ich natürlich auch immer, wie kann man sich das vereinfachen, dass man nicht so tierisch runtergehen muss. Ja, nicht? Ja, aber das ist, manchmal ist das möglich und manchmal eben nicht so wirklich. Ja, ja aber das ist Loch haben wir ja schon. Ja. Wollte ich gerade sagen, ist ja auch schon richtig, eigentlich, also wenn man den Gesamtgarten mal so ein bisschen sieht, ist es ja auch schon eine große Fläche gewesen. Nicht? Also was dieses Hobby dann letztendlich auch an Platz einnimmt im Garten. Ja, ja, ja. Genau. Aber das ist auch eine niedliche Ecke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der Rummel wieder gemacht, raus oder? Ist. Ne? Das war alles Vorgarten früher gewesen. Ja. Das ging im Vorgarten hier rum ums Haus und dann habe ich vorne noch eine Mauer gesetzt und dann als Schuppen. Und, Tür und hier wegen dem ganzen Anblick dann bin ich selbst hingegangen und habe mir dann selbst alle aufgemauert. Echt? Ne, so ein bisschen rustikalen Stil. Da war so die Grillecke. Der Grill hat da früher gestanden in der Ecke. Ja, ne? Ja. Da haben wir hier so eine Grillecke gehabt. Und dann im Prinzip so für sich, also im Endeffekt ein künstliches Haus geschaffen. Ja, richtig, als genau. Front, damit das, wenn man sich überlegt, ich sag jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sich überlegen würde, dass das Element sogar da vorne jetzt stehen würde, dass man dann den Sichtschutz da drüber hätte, nicht? Ja. Und dann ja, die Bäumchen da so drüber, das hat so sehr aussehen würde, als wenn die dahinter stehen würden. Ja. Das hat natürlich auch sein. Ja. Ja. Ja, aber das ist mal eine außergewöhnliche Sache. Ja. Eine Hausfront künstlich zu schaffen, nur damit man mal eine andere Ecke hat. Ja, genau. Ja, aber auch viele, ganz, ganz viele Gärten, die arbeiten eben auch mit Illusionen so ein bisschen. Nicht? Die machen so eine Tiefenwirkung da rein, wo der Garten dann schmaler wird, ganz bewusst, damit es so aussieht, als wenn er viel tiefer ist. Eine Tür hinten einbauen, wo man meint, man könnte weitergehen, obwohl da gar nichts ist. Ja, haben sie aber noch ein bisschen dann eher noch ein bisschen was Arbeit vor. Ja, genau. Ja, vor allen Dingen die Biester da wieder rauszukriegen. Ja. Die haben jetzt 30 Jahre gewachsen und entsprechend, auch wenn es Flachwurzler sind, ist trotzdem, das ist jetzt so nicht ohne. Aber sie haben ja gerade schon gesagt, Bagger. Im Bagger, auch mit den Sachen, ne, da wollte ich was. Aber sie brauchen ja keine riesen Dinge, so ein Mini-Bagger. Ja, der müsste, schon raus. Ja, der Kirschbaum muss da auch noch raus. Ne? Ja. Ach, und der wird, der wird einiges am Wurzeln haben. Ne? Ja, aber trotzdem, der ist schon ziemlich hinüber. Da muss man ganz ehrlich sagen. Also, aber so eine Muschelzypresse, so eine alte, die hat ja, die soll bleiben, auf jeden Fall. Die hat was. Ne? Die haben wir uns als Baum geschnitten gehabt irgendwann mal und die möchte ich auch halten. Also man wundert sich, sie werden relativ groß, sie werden ja für Gräber eigentlich genommen. Aber ich habe auch zwei, die sind mittlerweile 2,5 Meter hoch. Ja, wenn wir die nicht ab und zu gestutzt hätten. Ja. Oh ja, der, wann ist der weggekommen? Oh, auch schon ein paar Jahre her. 4 Jahre. Ja. Ja, aber da muss man ganz ehrlich sagen, da rupft so ein Mini-Bagger schon mal leicht aus. Ja. Ja, und dann soll hier auch noch gepflastert werden, neu, ne? Ja. Einmal. Die sind alle lose. Die habe ich damals mal selbst gelegt, in den Estrich, und wie lange Dauer. Ist das her? Oh, 35 Jahre. Ja, 35 mittlerweile. Ja, 35 Jahre. Frostschäden. Ja, aber trotzdem, wenn man so drüber guckt, sieht das immer noch sehr ordentlich aus. Ja. Haben Sie sich denn schon einen Stil so ein bisschen überlegt, in welche Richtung das gehen soll? Strandkorb haben sie gesagt, soll das so ein bisschen mediterran, nicht unbedingt, mediterran aber so ein angehaucht aussehen. Schon. Ja. Ja, vom Farben her passt das ja auch super zusammen. Ich meine, den Faible hat man dann so ein bisschen. Ja, genau, das stimmt. Ja. Ja, müsste man nur noch einen Belag finden, der so ein bisschen in die Farbe reingeht. Ne? Ja. Und dann ist das. Ja, da muss nicht zu bunt werden, weil der Klinker schon ziemlich bunt ist. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. So. Aber dafür kann man eben auch solche Internetseiten nutzen, nicht? Wie bei Naturschein, Minus Handel, dass man einfach auch mal guckt,
was ist vielleicht was für mich, nicht? Mhm. Auf den Bildern einerseits, aber dann auch nochmal dahin fahren, in der Ausstellung reinfahren, sich das angucken. Ich glaube, das hilft einfach auch schon mal zur Entscheidung. Sonst weiß man einfach auch gar nicht, was der Markt alles so zu bieten hat. Ja. Granit wäre ja auch als Bodenbelag nicht schlecht, oder? Ja, im Prinzip schon, aber Granit ist natürlich eine Pflasterplatte, die so ein bisschen in den modernen Touch geht. Wenn Sie das möchten, ist das eine Sache. Aber wenn das nicht ganz so gewollt ist, dann ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Von der Tendenz her würde ich eher auf so eine Sandsteinplatte gehen, die nicht ganz so hart ist, aber die farblich natürlich in ganz vielen Variationen zu kriegen ist. Im Granit kriegen Sie entweder nur hell gesprenkelt oder dunkel gesprenkelt. Mehr kriegen Sie nicht. Ja. Das ist dann einfach so. Ja. Aber nochmal, man kann eine ganze Litanei an Platten auch sich angucken, aber wenn Sie sagen, ich habe eine bestimmte Farbgebung, die ich gerne hätte, werden Sie das finden. Mhm. Das ist einfach so. Ja. Aber wollen Sie denn auch wieder polygonal oder dann eher ein bisschen geradliniger? Wahrscheinlich geradliniger. Ja. Ich würde es machen. Und dann in Granusand reinlegen, am besten damit nicht wieder... Mit Einkornbeton beziehungsweise und dann mit Fliesenkleber richtig festkleben, einstellen mit einer festen Fuge. Aber wenn man sich das so anguckt, der ganze Garten ist ja mittlerweile so ein bisschen geradlinig aufgebaut. Ja, und richtig. Dann wäre das eigentlich ein bisschen kontraproduktiv. Ja, wenn wir jetzt anfangen, hier Wellen reinzubringen, dann passt irgendwie nicht. Aber die Einsicht haben manchmal wenige. Also ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ach, wir wohnen jetzt hier alle so im Geradlinigen und all das Haus ist geradlinig und ich kann es nicht mehr sehen. Jetzt machen wir mal was Rundes. Mhm. Ja, und dann liegt das so mittendrin und jeder fragt sich, warum. Es passt sowas nicht. Ne? Gerade in etwas überschaubaren Gärten ist das ja sonst ein echtes Problem. Ja. Dann habe ich noch eine Frage. Ja. Wir wollen uns auch einen Baum wieder zulegen. Ein Hausbaum gehört einfach in den Garten rein. Da reicht meine Muschelzypresse nicht. Brechen Sie mir aus der Seele. Also mittendrin soll eigentlich ein Baum. Ja. Ne? Und nicht allzu groß darf er natürlich werden, weil dann eher schlechter hier im Garten. Aber ist denn, ach, wie heißt er denn jetzt auch schon wieder? Mit dem riesengroßen Trompetenbaum. Nicht der gewöhnliche, der Kugeltrompetenbaum. Ist der dominierend genug, um sich den da hinzusetzen? Braucht man gar nicht. Der kriegt, im End kriegt er auch eine Krone mit 6 Meter Durchmesser. Da braucht er aber auch 15 bis 20 Jahre für. Und er ist auch gut zu schneiden. Also im Prinzip kommen alle Kugelbäume gut in Frage, ob Kugelakazie, Kugelahorn, Kugeltrompeten. Eine Kugelkirsche ist sehr, sehr schön, wächst aber noch ein bisschen langsamer. Und die kleinkronigen Freiwachsen kommen auch in Frage. Also. Es gibt zum Beispiel Weißdorn als Kugel. Nicht, aber der ist lockerer. Der ist nicht so wirklich als Kugel, wie man es so von den typischen Kugelbäumen kennt, sondern der wächst etwas natürlicher. Ach so. Und da kommt einiges in Frage. Ansonsten, aber der wird, meiner ist 15 Jahre, 16 Jahre. Ich habe eine Fagus sylvatica asplenifolia, eine fahnenblättrige Buche. Das ist eine Buche, aber die sehr langsam wächst. Ach so. Die wird aber im End auch 8 Meter hoch. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und das wäre für den Garten hier schon wieder eine Nummer zu groß. Ja, eine. Ja, deswegen. Das der sieht super aus, ganz, ganz toll. Aber das Schöne am Kugeltrompetenbaum ist, der hat so ein großes Laub und der lässt viel Licht durch. Und man fühlt sich da immer so wie im Halbschatten drunter. Deswegen fände ich das auch ganz, ganz toll, wenn der da stehen würde und man da drunter noch mal sitzen könnte. Ja, darum geht mir das darum auch. Also so das, Stamm 220 und das da erst richtig. Die Krone. Und wenn Sie sich dann vorstellen, diese zwei Stufen hier runter zu gehen und dann eine, dass man dann auch eine Sitzmauer hat, wo man unter dem Baum sitzen könnte und dann eventuell den Schrankkorb dann noch mal da hinten in. Das sieht sehr gut aus. Ja, und Palmen sieht man im Wind. Bananen, Die mögen keinen Wind. Das war ein Versuch, aber die wandern jetzt auch. Ja, man wundert sich. Auf Madeira habe ich sie gesehen, auf den Bananenplantagen. Die haben ja ein Blatt, das reißt künstlich auf, damit es eben dem Wind nachgeben kann. Das ist ja auch so gewollt von der Evolution, von der Pflanze her. Die stehen auch an windexponierten Stellen. Aber Entschuldigung. Wir sind eben Mitteleuropa. Ja, und das eine Banane. Ist genau hier die Schneise. Also das überlebt er nicht. Nein. Solange da die Mauer war, ging's. Ja. Da war er ja noch ein bisschen geschützt, aber jetzt ist es vorbei. Ja. Okay, gut. Ja. Dann wünsche ich Ihnen ein glückliches Händchen bei der Auswahl Ihrer Materialien, die man eben auch auf der Internetseite von Naturschein-Handel sehen kann.
Und vor allen Dingen kann man sich natürlich ein bisschen Inspiration vielleicht auch holen, wenn man so die YouTube-Kanäle verfolgt oder sowas. Ja, nicht? Genau. Ja, von Rats Gartenwelt zum Beispiel oder eben von Naturstein-Handel. Auch da kann man sich einfach in fremden Gärten mal umschauen, was vielleicht für den einen oder anderen was dabei ist. Ja, ja, so ab und zu, da gucken wir uns das schon mal Ja, ich finde das wichtig. Genau. Informationsquellen nutzen, genau, wo sie sind. Heute Morgen beim Frühstück, da sah ich das. Ich denke, oh. Ja, direkt mitmachen. Direkt, ne? Direkt mitmachen, genau. Für schnell entschlossen, trotz Rentner. Ging ja ruckzuck, ne? Genau, richtig. Okay. Ja, dann viel Erfolg und zwei Freude. Ja. Ja. Tschüss. Alles klar, jo, tschüss. Und wenn Sie möchten, dass ich auch in Ihrem Garten einfach mal so ein bisschen sitze und einen Kaffee genieße, dann laden Sie mich einfach zu sich mal ein. Gerne können wir über Ihren Garten reden, gerne gucke ich mir ihn einfach mal an. Gerne gebe ich aber auch Tipps dazu. Es muss auch nicht unbedingt ein Kaffee dabei sein. Aber trotzdem, wenn Sie mal Bedarf haben, rufen Sie einfach an, schicken eine Mail, die eingeblendet ist, oder setzen Sie es einfach in die Kommentare rein. Und gerne komme ich bei Ihnen mal vorbei.